begonnen. Seelenraub in Kalthafen. Und ja. Oh, hallo. Geht es euch gut? Ich heiße Lyris. Hoffentlich steckt noch etwas Kampfesmut in euch. Ihr werdet ihn brauchen. Das muss der Kümmerling des Wurfs gewesen sein. Ich wollte noch umgucken. Hallo, ich will da umgucken. Willst mich verarschen? Ja gut, damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu die Elder Scrolls Online zum Tutorial. Hier, geil, ein Schwert. Voll leeres. Eure Waffe bereit und seid auf der Hut. Dieser Ort ist voller Überraschungen. Alles klar, mache ich. Alles klar. Gut, das klappt ja schon mal ganz gut. Ja, Elder Scrolls Online wollte ich einfach mal machen. Stand so in den Kommentaren, sollte ich machen. Nicht nur wollte ich machen, sollte ich machen. Nicht stehen, geht weiter. Es sind noch mehr Wachen auf dem Weg. Alles klar. Hilfe. Ich hoffe, dass es nicht laggt. Wenn es laggt, tut es mir leid. Bats. Oh, das ist krass. Alter, wie viel Schaden macht er denn? Boah, wie krass ist das denn? Seid gegrüßt. Wie ihr bin ich ein Gefangener an diesem Ort. Ihr müsst mich retten. Und im Gegenzug muss ich euch retten. Einen Moment. Kommt her. Wir müssen reden. Der Prophet. Er wird auch hier gefangen gehalten. Es war sehr gefährlich für ihn, mit euch zu sprechen. Auch wenn es nur ein kurzer Augenblick gewesen ist. Er muss wohl glauben, dass ihr mir helfen könnt. Wobei soll ich euch helfen? Natürlich dabei, ihn hier rauszuholen. Glaubt mir, ich kann jede Hilfe brauchen, die ich kriegen kann. Dieser blinde Alte ist die einzige lebende Person, die uns helfen kann, nach Hause zu kommen. Von hier ist es ein weiter Weg nach Tamriel. Wo sollen wir denn jetzt hin? Oh mein Gott. Diese Tunnel werden uns hoffentlich zu den Türmen der Augen bringen. Dort werden wir die Wächter finden. Was sind diese Wächter? Magische Konstrukte, die Molag Bal erschaffen hat, um seinen Blick in Kalthafen lenken zu können. Die Wächter sind untereinander verbunden. Wenn wir einen vernichten, werden die anderen geblendet. Mit etwas Glück erkaufen wir uns so genug Zeit, um den Propheten zu befreien. Wie können wir einen vernichten? Ich habe keine Ahnung. Rohe Gewalt? Wir werden schon einen Weg finden. Das müssen wir. Macht euch auf alles gefasst. Ich bezweifle, dass Molag Bal die Wächter unbewacht gelassen hat. Alles klar, aber ich habe noch Fragen, Digga. Ich bin mir sicher, dass ihr die habt. Und ich werde antworten, so gut ich kann. Wer ist dieser Prophet? Was ist das hier für ein Ort? Wo bin ich? Er ist ein seltsamer Kerl. Daran besteht kein Zweifel. Aber er ist auch der weiseste Mann, dem ich je begegnet bin. Er sieht Dinge. Die Vergangenheit. Die Zukunft. Okay. Dann was ist das für ein Ort? Ihr seid ganz offensichtlich nicht mehr in Tamriel. Stellt euch den erbärmlichsten, bedrückendsten Ort vor, den ihr je in eurem Leben besucht habt. Das ist ein Paradies im Vergleich zu Kalthafen. Und dazu kommt noch... Nun, das kann man euch nicht schonend beibringen. Ihr seid tot. Alles klar. Aber wie können wir dann diese Unterhaltung führen? Das geht nämlich nicht, wenn man tot ist. Blöde Kuh. Ich weiß es nicht. Sobald wir den Propheten gerettet haben, kann er euch von den Göttern und dem Reich des Vergessens erzählen. Ich selbst verstehe davon nichts. Wenn ich tot bin, wer hat mich dann getötet? Ein Mann namens Manny Marco. Sein Wurmkult führt in Tamriel eine Art Ritual durch. Sie haben euch und jeden anderen hier in diesem Gefängnis... dem dädrischen Fürsten Molag Bal geopfert. Nachdem ihr gestorben seid, ist das, was von euch noch übrig war, hier aufgetaucht. Man nennt euch einen Seelenberaubten.
Was wollt ihr damit sagen? Das bedeutet, dass ihr ein Sklave seid und den Rest der Ewigkeit hier in Kalthafen verbringen werdet, um unter der Knute der Daedra zu schuften. Es sei denn natürlich, ihr kommt mit mir. Hey, Monsieur. Nein, ich wurde nicht geopfert. Der Prophet und ich wurden hierher gebracht, auf die herkömmliche Art und Weise, wenn das auch nur ansatzweise Sinn für euch ergibt. Aber wir sind auch hier gefangen, genau wie ihr. Wie können wir den retten, bitte? Sag das mal. Es wird nicht leicht werden. Dieser Ort steht unter Beobachtung durch magische Konstrukte, die man Wächter nennt. Wir haben keine Chance, wenn es uns nicht gelingt, sie zu blenden. Ich werde euch mehr erzählen, sobald wir dort ankommen. Und wir werden nie dort ankommen, wenn wir uns nicht in Bewegung setzen. Okay, dann sag ich mal leb wohl und wir sind direkt in Bewegung. Nein. Aua. Ist das ein Boss? Oder warum hält er so viel aus? Ja, bam! Ja, bam! Gut gemacht, mein Freund. Bei Arkais Bart. In einem Kampf seid ihr einiges wert. Alles klar. Der Gott der Gewalt weiß von eurer Flucht. Beeilt euch! Drückt C, um das Charakterfenster zu öffnen und eure Effektivität im Kampf zu erhöhen. Okay, dann machen wir das. Charakterfenster. Hier könnt ihr Attributpunkte verteilen, um eure Effektivität im Kampf zu erhöhen. Magischer, erhöht eure Überlebensfähigkeit, Effektivität mit Waffen und Rüstungsfähigkeiten. Drückt E, um euch zu heilen. Drückt E, um die Punkteverteilung zu bestätigen. Gut, ich hätte gerne mehr Leben. Danke, tschüss. Ich hoffe, dass das Tutorial nicht so lange dauert. Ich weiß es nicht. Das der Intrigen kann jeden Teil Kalthafens sehen. Wir müssen ihn ablenken. Das Tutorial werde ich alleine machen und dann nach werde ich zusammen mit einem Freund spielen. Alles klar. Okay, das. Ich soll doch dahin. Niemals. Bam. Ich hab das blockiert. Wie war noch gleich euer Name? Was? Nein. Sind hier noch Menschen? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Wilde Seelenraupe. Ja, egal. Komm, ich denke mal, wir müssen weiter hoch. Ja, Tatsache, wir müssen weiter hoch. Gut. Versucht nicht weiter aufzufallen. Wir sind gerade erst von hier freigekommen. Schleichen. Achso, wir müssen tatsächlich schleichen. Erreicht die Zelle des Propheten. Komm schon, los, 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 los. Ich bin auf dem Weg. Wir haben keine Ausdauer. Scheiße. Ich hätte vielleicht auch Ausdauer skillen sollen. Erledigt. Warte, kann ich da was... Nein, kann ich nicht. Ich kann nur reden. Hier lang. Komm schneller, los! Niemand kann meinem Gefängnis Kalthafen entkommen. Herr Marmoras lockere Zunge. Die Tür wird bewacht. So kommen wir nie hinein. Sprecht mit Lyris. Verdammt! Die Vernichtung des Wächters muss diese Schutzzauber ausgelöst haben. Wir müssen uns einen anderen Weg nach drinnen suchen. Oh, vielleicht kann Catwell uns helfen. Wer ist Catwell? Catwell ist der älteste der Seelenberaubten. Nach Jahren der Qual verlieren Seelenberaubte meistens den Verstand und werden wild. Aber Catwell hat dieses Schicksal nicht ereilt.
Er war schon nicht mehr bei Verstand, bevor er Tamriel verließ. Verrückter als eine Kiste voller Frösche, aber völlig harmlos. Ihr werdet sehen. Wie soll uns bitte ein Verrückter helfen? Catwell sieht die Dinge so, wie er sich wünscht, dass sie wären. Für ihn ist Kalthafen ein Ort der Wunder. Es ist seine Heimat. Und er kennt sie wie seine Westentasche. Meistens ist er unten am Fluss. Gehen wir los und suchen ihn. Leb wohl. Kommen wir suchen ihn. Wo ist der Fluss? Da unten ist der Fluss. Gut. Eines schönen Tages, mitten in der Nacht, kämpften zwei tote Könige um die Macht. Rücken an Rücken stehen, sahen sie sich an. Und hallo, was ist denn das? Macht ihr einen Spaziergang? Heute ist ein wunderbarer Tag dafür. Hallo, Catwell. Sir Catwell. Ja, in der Tat. Es ist mir ein Vergnügen. Und die schöne Lyris. Freut mich, euch zu sehen, werte Dame. Wie geht es euch denn? Das tut jetzt nicht zur Sache. Wir wollen jetzt einfach nur wissen, wo der, wie man die Zelle des Propheten aufkriegt. Oh je, oh je. Nun, das ist natürlich etwas lästig, nicht wahr? Ich sage euch was. Ich kenne zufälligerweise noch einen anderen Weg hinein. Eine sehr viel malerische Route. Eine richtig schöne Strecke, um ehrlich zu sein. Voller Fallen und Leichen. Und zwischendurch sorgen ein paar fiese Viecher für etwas Abwechslung. Wie kommen wir da durch? Eher vorsichtig, würde ich vermuten. Passt auf, wo ihr hintretet. Haltet euch die Nase zu und achtet mir bloß auf die Fallen. Man muss wohl auch damit rechnen, gelegentlich die Beine in die Hand nehmen oder ein paar Schädel spalten zu müssen. Okay, und wo ist dieser Eingang? Folgt dem Fluss. Am Ende des Wasserlaufs werdet ihr die Tür zum Unterbau finden. Sobald ihr drin seid, haltet ihr euch an das Licht. Dann stoßt ihr auf eine Leiter, die euch geradewegs zum Propheten bringt. Bestellt ihm doch bitte meine besten Grüße. Dankeschön. Viel Glück. Schaut doch ab und zu wieder vorbei, ja? Ja, ich würde jetzt gerne alles reden. Ach komm, machen wir einfach. Nun, da gibt es nicht viel zu erzählen, oder? Es ist der gleiche alte Schnickschnack. Edler Ritter, epische Unterfangen, gerettete Maiden. Ich kam in dieses Land, als mein Kopf ohne großes Gebäse von meinem Körper getrennt wurde. Das war echtes Pech, aber man versucht eben das Beste daraus zu machen. Oh, schon recht lange. Um genau zu sein, wäre ich nicht im Mindesten überrascht, wenn ich der älteste Seelenberaubte wäre. Also von denen, die nicht wild geworden sind, meine ich. Ich kenne jeden Tunnel und jeden Pfad, jedes Eck und jeden Winkel. Die anderen schauen sogar zu mir auf, denke ich. Woher kennt ihr denn bitte die Lyris? Ja. Ah, Lyris. Dieses Mädel ist so jenseits von Gut und Böse wie Sheogorats Nachthemd. Aber ich schätze, sie hat das Herz am rechten Fleck. Sie sagt, sie müsste den Propheten retten, um uns allen ewige Qualen zu ersparen. Wie ein alter, blinder Mann das anstellen soll, ist mir dann aber doch zu hoch. Alles klar, was wisst ihr denn bitte über den Propheten? Ein kaiserlicher Edelmann. Anscheinend war er einst ein mächtiger Magier, doch die Jahre haben es nicht gut mit ihm gemeint. Lyris meint, er würde den Weg zurück nach Tamriel kennen. Wenn es einen gäbe, dann hätte ich ihn auch wohl inzwischen gefunden. Darüber habe ich bisher eigentlich noch nicht allzu viel nachgedacht. Aber nichts ist unmöglich, würde ich sagen. Die Wahrheit ist, ich bin schon so lange hier, dass sich dieser Ort wie mein Zuhause anfühlt. Aber ein kleiner Aufstand ab und zu ist eine angenehme Abwechslung. Richtet ja keinen echten Schaden an, was? Leb wohl. Also der Kerl ist cool. Lustig und alt. Catwell hält diesen Unterbau anscheinend für einen entzückenden Ort. Das bedeutet, dass er wahrscheinlich eine Todesfalle ist. Wir sollten lieber vorsichtig sein. Also jetzt mal ganz ehrlich. Man könnte überhaupt nicht durch das Gitter durchklettern. Ich hab Angst. Je eher ihr diese Tür aufbekommt, desto früher können wir von hier verschwinden. Gut, dass ich dafür ein Tutorial kriege. Yay, geschafft. Ich hab's geschafft. Ich bin der Beste. Der Beste. Na. Da rennen ganz viele andere noch. Eher um aufzubauen, was? Ich hab's gerade nicht gelesen unten rechts. Leider. Kann ich was mitnehmen? Nein. Wurde leer.
die es getan gibt. Hier geht's auch nirgendwo hin, so wie es aussieht. Truhe leer. Aber ich brenne. Alles klar. Ich mach One-Shot. Sie brauchen 10 Jahre. Überall leere Ton, ey. Mann, ich will keine leere Truhe. Ich will keine leere Truhe. Starke Angriffe sind so cool bei dem. 6 Gold. Ich weiß nicht, was es bringt. Aber es bringt bestimmt was. Rezept. Minze. Ohne durchsuchen. Eisen. Warte, warte. Inventar ist Tab B. Tatsächlich B. Wählt einen Gegenstand, um dessen Eigenschaften anzuzeigen. Drückt E, um diesen Gegenstand an- oder abzulegen. Führt einen Rechtsklick auf den Gegenstand, um zusätzlich aus Aktionsmöglichkeiten anzeigen zu lassen. Markiert ungewollte Gegenstände als Trödel. Ihr könnt euren Trödel so schneller bei einem beliebigen Händler verkaufen. Alles klar. Ist durchaus besser. Als Trödel markieren. Rezept. Benutzen. Ihr habt gelernt, wie man ein... Okay, gut. Interessant. Ich will so viel entdecken, aber ich weiß nicht mal, wo es lang geht. Hier lang? Ne, hier war ich schon. Hier lang? Ne, da, hier war ich noch nicht. Hier war ich noch nicht, oder? War ich hier? War ich hier? War ich hier nicht? Walter, ich darf die Kamera nicht so schnell drehen, sonst merke ich nicht, wo ich war. Hier ist der Ausgang. Das heißt, hier war ich schon scheiße. Mann. Alles klar. Wer hat den denn mal gebracht, so zu kämpfen? Der Gott der Selbstbestrafung? Der war gut. Na, warte, durchsuchen. Hier, 2 Gold. Yay. Wahrscheinlich kostet dann die Sachen, die man kaufen kann, irgendwie 50 Gold. Und schon wieder durch so ein 3 Gold und ein Helm. Geil. Was? Der Schnellzugriff erlaubt euch, eure Zugriffe auf eure Tränke etc. zu Zeug zu machen. Aktive Kugeln, wenn cool, Schnellzugriff. Alt benutzen. Okay, das erstmal auswählen einmal. Alt, habe ich richtig? I. Ja. I und dann kann ich einfach auswählen. Aber es war eh nicht. Ich bin so gut dafür. Geht's hier noch irgendwo hin? Nee, da komme ich her. Was ist eigentlich besser? Ego-Sicht oder nicht Ego-Sicht? Jasmin, einmal am Bein kratzen, bitte. Ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, das wäre da eine Fliege oder so, aber da ist nichts. So, hallo. Ich spiele, ja, ich spiele das Tutorial. Ach, jetzt schon, aha. Wir können das eh nicht zusammen, ist ja hoffentlich klar, oder? Weiß. Also, ich möchte noch so lange Battleground spielen, solange die Server noch da sind. Ja, ist klar und verständlich. Ach, verständlich. Jetzt. Wir haben nicht viel Zeit. Ja, wir müssen uns beeilen. Hilfe. In Ordnung. Die gute Nachricht ist, alles klar. Wenn ich spiele einfach morgen auf den Nordamerika-Server, Alter. Okay. Es wird euch obliegen, für seine Sicherheit zu sorgen und ihn nach Tamriel zurückzubringen. Ich komme nicht mit euch. Aufzureden. Red bitte nicht.
Okay, tut mir leid. Jetzt kurz, stopp. Ein Trick beim Öffnen der Zelle. Der einzige Weg für Gefangene, um sie zu verlassen, besteht darin, dass eine andere lebende Seele ihren Platz einnimmt. Ich muss mit dem Propheten den Platz tauschen. Nee, das machst du nicht. Glaubt mir, ich wünschte, den gäbe es, aber ich sehe hier sonst niemanden mit einem schlagenden Herzen. Ihr vielleicht? Wenn Molag Bal nicht aufgehalten wird, wird er alles und jeden vernichten, den wir je geliebt haben. Gut. Ich bin fertig. Sobald das vollbracht ist, setzt ihr euch schleunigst und in Bewegung. Was macht er nicht? Der Prophet wird wissen, wohin es geht, aber er wird eure Augen und euren Schutz brauchen. Ich bin fertig mit. Ich habe mit dir gesprochen, weil ich ja aufnehme und deswegen rede ich auch. Weißt du, wie stehst du? Aber ich dachte, du hast mit mir geredet. Halt die Fresse. Alles klar. Ups, drück die falschen Tasten. Boom. Boom. Irgendwie macht der starke Angriff nicht sehr viel mehr Schaden als der schwache. Nein. Niemals. Oh, das war knapp. Bam. 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 Und bam. Sehr gut. Hab ich das auch mal hingekriegt? Ich aktiviere. Komm schon. Und das aktiviere ich auch. Kann ich auch sehen, ob ich es endlich mit der Aufnahme hingekriegt habe. Alles klar. Freiheit. Ich erinnere mich an das Gefühl. Aber es wird nicht lange andauern, wenn Murat Bal sein. Wieso muss ich denn immer mit denen sprechen? Weißt du, so in der übelst epischen Situation? Wir sind gerade kurz vorm Fliehen und dann. Sprich mit dem und dem. Ich wünschte, das wäre möglich. Aber ich verspreche euch, sobald wir aus Kalthafen entkommen, werden wir einen Weg finden, um sie gemeinsam zu retten, Entseelter. Entseelter? Was? Das ist der Name, den ich euch gegeben habe. Ihr seid nur noch ein Nachklang eures ehemaligen Selbst. Ein Seelenloser. Ein leeres Gefäß, das danach verlangt, wieder gefüllt zu werden. Es ist, wie die Schriftrollen es vorhergesagt haben. Aber doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt hätte. So hat man wohl begonnen, mich zu nennen. Mein wahrer Name ist verloren, selbst für mich. Jahre der Qual haben ihren Tribut gefordert. Schnell jetzt, wir müssen uns zum Anker sputen. Die Anker sind dädrische Werkzeuge von finsterer Zauberkraft. Ihre Ketten umschlingen unsere Welt und ziehen sie auf Kalthafen zu. Ich kann einen dieser Anker benutzen, um uns nach Tamriel zurückzubringen. Aber ihr müsst mich zu ihm führen. Alles klar. Die Stufen haben wir schnell. Wir müssen zum Anker. Dahinter? Ja, dahinter. Kevin. Wenn die Aufnahme jetzt nicht klappt, dann gebe ich es auf. Darf ich wieder reden? Was? Ja, du darfst die ganze Zeit reden. Nur halt, ich sag halt, pst, wenn du nicht mehr reden darfst und dann sage ich halt nicht mehr, wenn du wieder reden darfst. Darf ich wieder reden? Jetzt darfst du reden. Darf ich reden? Der sterbliche meint, sich mir widersetzen zu können. Vergeblich, bald wird eure Welt in meinen Ketten liegen. Da! Komm, ich werde euch beschützen. Warum downloadet der so viel und so oft was bei Elder Scrolls? Irgendwie ist der Download jetzt schon zum 10. Mal durchgegangen. Jetzt downloadet der auf einmal wieder 40. Ja, das ist die ganze Zeit so. Megabyte. Warum? Was macht der? Da weiß ich nicht, aber 40.000 Megabyte, das kann nicht sein. Das Spiel hat doch gerade mal 60 Gigabyte. Ja, richtig. Sind 40 Gigabyte, was er downloaden wird jetzt wieder. Aber ich weiß nicht, warum er so viel auf einmal downloadet. Schon wieder reden, Alter. Hast du Probleme? Jetzt bitte nicht mehr sprechen. Ja. Das Portal des dunklen Ankers befindet sich weit über uns.
Ich werde einen Zauber vorbereiten, um uns hinaufzuheben. Aber zunächst müsst ihr euch auf Nirn einstimmen, um eure physische Form zurückzuerlangen. Hierfür werdet ihr eine Himmelsscherbe. Alles klar, ich suche mal, was ist das? Ein Stück ätherischer Magika, in der die Essenz Nirns schlummert. Manche sehen darin eine Verbindung zu Lorkhan, dem fehlenden Gott der Schöpfung. Wenn ihr ihre Kraft in euch aufnehmt, sollte so eure körperliche Gestalt wiederhergestellt werden. Ich werde eine dieser Scherben heraufbeschwören, damit ihr sie absorbieren könnt. Alles klar, dann bin ich mal bereit. Wo ist der eigentlich hin? Oh. Scherbe von Aetherius. Oh. Kommt über uns und weiht uns mit euren Seelen. Da, schnell, nehmt die Himmelsscherbe. Wie bindet sich das denn in der Ego-Perspektive aus? Erhöre meine Stimme, Akatosh, Drachengott der Zeit. Ich brauche, öffne das Portal. Lass diese wandernden Seelen nach Hause zurückkehren. Lass Moloch Baal nicht seinen Willen. Beeilung, wir müssen jetzt gehen. Boah, wie krass.